Ihnen werden die Kamera Sänger. Viel Vergnügen. Danke.
Programm Biathlon möchte ich ein bisschen was erzählen über unsere Gruppen und über die Impfwähler Zichen allgemein. Es hat ja im Vorfeld von dieser Veranstaltung einige Informationen gegeben über die Impfwähler Zichen und über ihre Bedeutung, auch noch dazu mal. Und ich möchte euch generell was erzählen, wie schaut es mit den Zichen im Impfviertel heutzutage aus. Es hat sich ja in den 50er und 60er Jahren ein Großteil von den Zichen aufgelöst, so auch unser Krammerer Zich im Jahr 1957. In den 70er und 80er Jahren haben die Zichen wieder einen leichten Aufschwung erlebt. Das heißt, es haben wieder schon langsam einige junge Gruppen angefangen zu Nadeln tanzen. Und bei uns hat es gedauert bis zum Jahr 1992, wo wir mit 8 Tanzbauern das Nadeltanzen erlernt haben. Es haben sich Gott sei Dank nur zwei ehemalige Mitglieder von der alten Krammerer Zich gefunden, die was uns den Tanz überliefert haben. Es wird heute im ganzen Impfviertel ungefähr 30 bis 40 Zichen geben, die was noch aktiv lange tanzen können. Was ist heute anders gegenüber den alten Zichen von früher? Der größte Unterschied ist wahrscheinlich das, dass nur mehr bei ganz wenigen Gruppen wirklich nur ledige Burschen bei uns sind. Das war früher das Übliche, das ist aber heutzutage nur mal bei einigen wenigen. Bei den meisten Gruppen sind da die Dirndl bzw. die Frauen oder die Menschen, wie wir sagen, genauso Mitglied bei der Zich. Und es ist auch üblich, dass die Verheirateten beieinander bleiben bei der Zich. Früher haben sie die Heiraten ausgeschieden und da gab es eben wahrscheinlich nicht mehr recht viel, weil da war so ein Wechsel drin, dass sie die Gruppen nicht mehr erholen konnten. Jetzt bleiben sie alles verheiratet beieinander. Dadurch kann man sich auch das erklären, dass vom Alter von den Mitgliedern her ein sowohl ganz junge wie auch ganz alte Zichen gibt. Ja, wie es bei einem Zich also der Brau ist, wenn man wirklich beieinander sitzt oder auch im Wirtshaus beieinander sitzt, dann wird gerne mal ein Lied langgestimmt. Und so ist es auch bei uns gewesen. Und da haben wir mit der Zeit gesehen, dass wir stimmlich ganz gut zusammenpassen. Und so hat sich dann die Sängerrunde ergeben, die Krammerer Sänger. Und wir möchten denn jetzt zwei Lieder singen. Zum ersten Mal die Weiß beim Waldo. Das ist ein Lied, das was im Jahr 1933 aufgezeichnet worden ist in Großbiersenbaum. Das ist die Heimat von Franz Stürzermann. Wenn ich kurz den Begriff noch erkläre, das Waldo, was heißt das? Das Waldo, der Begriff stammt aus einer Zeit, da wo es nur der Brauch gewesen ist, dass die Tänzer die Musikanten selber zahlen haben müssen. Und da haben die Musikanten mitten unter dem Tanzen auf einmal Spülen aufgehört und haben geschrien, Waldo, zuberzahlen. Dann ist einer von den Musikanten mit dem Hut runtergegangen und hat vor den Tänzer das Geld eingesammelt. Und erst wenn wirklich jeder gezahlt hat für die Tänzer, dann hat die Musik wieder weitergespielt zum zweiten Teil vom Landler. Und dabei da kassiert worden ist, sind die Tänzer gern beieinander gestanden und haben die irgendein Lied oder ein Weiß angestimmt. Und von daher kommt der Name ein Weiß beim Waldo. Und das zweite Lied, das heißt die Garstbeilerbandur, das ist eher gängiges Volkslied in ganz Oberösterreich, vor allem im Salzkammergut. Und von da haben wir es auch gelernt von meinem Palais, vom legendären Palaiser Vielgesang. Viel Vergnügt. Und so muss die Welt auf die Erde.
sehr abweisend. Aber das ändert sich schon langsam. Dann kommt einmal die Figur des Busserl, dann weiß man schon, als die Tür rausgeht, wird es zerfleckt, sie wollen auch hinten getragen werden. Aber sehen Sie selbst.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Höhepunkt von unserem Programm, und zwar Tanzverein im Viertel Rheinwald. Woher möchte ich nur etwas sagen dazu? Was ist eigentlich das Besondere im Viertel Rheinwald? Die größte Besonderheit ist wahrscheinlich, dass jede Zeche einen anderen Ladler tanzt. Das heißt, von der Schrittfolge her, von der Tanzreihenfolge, tanzt jede Zeche einen anderen Ladler. Und die Reihenfolge, wie der wirklich geht, das ist dann die Eicht. In dem Fall, wir tanzen die Kramerer Eicht. Jede Zeche hat eben seine eigene Eicht gehabt. Und die ist auch meistens irgendwann einmal niedergeschrieben worden. Daher nehmen wir es langläufig auf einen Zedel, weil man es eben auf irgendeinen Zedel mal niedergeschrieben hat. Und das ist von dem her ganz wichtig gewesen, wenn in der Gegend schon lange kein Zedel mehr gewesen ist und nicht mehr Radler tanzt worden ist, dann ist das irgendwann mal verloren gegangen. Und wenn dann eine junge Gruppe wieder mal anfangen wollen hätte oder anfangen will, dann sind oft keine Leute nicht mehr da gewesen, die das gewusst haben. Und wenn dann also ein Zedel da gewesen ist, wo die Reihenfolge aufgeschrieben ist, dann kann man das, wenn man klickt, vielleicht wieder ein wenig rekonstruieren, wenn man wenn auch noch voneinander tanzt. Ja, wie funktioniert das, wenn man jetzt ein Radl lernen möchte? Wenn man jetzt ganz neu anfängt, wenn man da mit der Gruppe so ein Radl einlernen möchte, dann kann man rechnen ungefähr, dass man mindestens ein halbes Jahr braucht, mit wöchentlichen Proben, dass man das so weit hinkriegt, dass die Tanz Folge einmal halbwegs passt in der Gruppe. Was dann noch dazu kommt, das ist dann das Singen. Das macht man meistens erst, wenn das Tanzen einmal hin hat. Und es kann auch teilweise ganz gut sein, dass die Burschen das einmal alleine einlernen, die Tanzreihenfolge, dass die das einmal auswendig kennen, bevor sie dann überhaupt mit den Menschen miteinander tanzen. Weil der Landler ist ein sehr männerbetonter Tanz, sagt man, und da ist die eindeutige Führungsperson der Mann. Und der will natürlich das innen auswendig im Kopf haben, wie er da sein Dirndl umeinander dran muss. Ja, wir tanzen jetzt einander, anschließend singen wir gemeinsam ein Lied und dann kommt noch der Drehwalzer mit Vorgeige. Was auch noch ganz wichtig ist beim Landler, das hätte ich bald vergessen, natürlich das Singen, das hat wohl auch schon also eine Gruppe besonders angekommen eigentlich, wenn es gute Sänger gehabt hat von Landler. Das ist natürlich das Um und Auf. Und ganz wichtig ist natürlich ein kleiner Musik dazu. Das macht man eigentlich nur den Tupfen auf I und das mit der Landler Musik miteinander tanzt wird. Bevor wir das machen, singen wir für die Sänger noch ein Lied, und zwar ein Dulhofer. Ich wünsche euch viel Unterhaltung. Und zwar Gast im Streu, und zwar mit Kontor, geh aufs Auge, Mensch, schau!
zwar ein Kunstmals gespielt, das ist schon sehr viel wert, wenn man ohne technische Hilfen singt, musiziert und alles live ist. Das ist ein kleiner Hinweis. Thank you.
Thank you.
mehr Leute. Party, Party.